Hallöchen und herzlich willkommen beim nächsten Plötzlich-Wissen-Stream Abtauchen mit Plötzlich-Wissen mit der wundervollen Inga-Marie Ramke. Hallo. Und mit Julia Schnetzer. Hallo. Und mit André Ramke. André. Und hi. Und dem Dugong Dylan. Der Quoten-Dugong. Hallo. Der hat sowas von hart gearbeitet diese Woche, Leute. Er hat nämlich als Quizmaster gejobbt. Als Quizmaster. Er hat dieses Kartenspiel, ihr wisst vielleicht noch, ich habe da vor einem halben Jahr oder so von erzählt, dass ich so Kartenspiele mache und auch ein Meeres- und Ozeankartenspiel, was noch nicht fertig ist. Und mit den ersten drei Kartenspielen hat er als Quizmaster eine zweite Klasse aus der Umgebung hier bespaßt. Und er musste sich dafür verkleiden. Und es war ganz großartig. Die Kinder waren so geil. Wie musste er sich verkleiden? Es gibt davon Bilder auf Instagram. Das kann man nicht so gut nachmachen, weil es war sehr viel Deko an uns dran. Viel mit Glitzer. War nämlich am Wochenende davor bei Siegfried und Joy. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nee. Das sind zwei so geile Zauberer aus Berlin. Und die haben sehr, sehr viel Glitzer in ihrer Show. Und das Schlimme war, dass ich mich davon extrem habe inspirieren lassen. Und der Dugong hatte eine Lichterkette um und eine Weihnachtslametta-Aktion. Und so Hörnchen, die so wackeln, ich ihm gerne. Das ist, ja, so war die Verkleidung. Sieht toll aus. Das war fantastisch. Das war richtig toll. Ja, fand das richtig gut. Aber ich habe in der Zwischenzeit hier zum. Ich habe mal mitgebracht, das hatte er noch nicht auf, aber für die nächsten Veranstaltungen hat er jetzt auf. Ja. Weil ich hatte da auch einen Zylinder auf. Ja. Schick. Mega gut. Mhm. Also so können wir dann ab demnächst auch durch die Gegend gehen. Oh, richtig gut. Ich mag auch dein Outfit, Inga. Danke. Das ist auch sehr schön. Danke. Ich habe einen eigenen Chapeau-Klack, so heißt der Zylinder. Den kann man sogar zusammenklappen. Ich habe auch so einen, der da hinten hängt an der Wand. Ja, geil. Bei mir hängt der auch an der Wand. Hey, wir können mal voll als die Zylinder-Teams. Ich habe auch noch einen vierten, André. Der ist rot und kleiner. Dann kriegst du auch einen. Ja, also rot und klein, so ein, das finde ich super. Das würde, dann mache ich mir auch nicht mein Hörnchen kaputt. Das ist super. Nee, so klein, hier so oben drauf oder so an der Seite. Finde ich gut. Ja, die Männer tragen kleine Zylinder, die Frauen tragen große Zylinder. Ja. Und dann habe ich noch zwei Lichterketten, die man sich umbinden kann. Die sieht man auf dem Bild auch noch. Und dann machen wir Meeresquiz, weil das, bevor wir wieder auf der Straße sind, ist auch das Meeresquiz fertig. Ja, auf jeden Fall. Das Schild habe ich ja auch noch stehen, unser Plötzlich-Wissen-Schild. Ja, das ist super. Neuer Kreide, das nehmen wir auch mit. Super. Oder ich könnte den Strohhut aufsetzen. Nein, ich muss schon. Nein, das Zylinder. Ist dann das Team Zylinder. Ja, Team Zylinder. Ja, das war richtig gut. Und vorhin war ich in einer Wahlklasse. Also. Achso, ich habe die Bilder gesehen. Bei Insta. Ja, genau. Bei Insta gibt es auch die Bilder von den Wahlen. Denn die Klasse, in der ich war, es waren die Wilhelmsburger Lesetag. Genau, das erste Bild da. Das allererste. Und wenn du da durchklickst, genau. Da ist das Bild. Nein, das ist das falsche. Der falsche Beitrag. Nicht der Wedel, sondern der das allererste. Oben links. Nein, ein weiter links. Ganz mit dem LKW. Ja, das LKW-Bild. Und dann weiterklicken, mehrfach. Ja, noch mehr. Da. Hier, Blauwal, Oktober, November. In der Klasse, in der ich war, da gab es eine Lesung zu den ekligen Untermietern. Da hat jedes Tier einen eigenen Wal zugeordnet bekommen. Und die machen gerade Referate über Wale. Und die Lehrerin war... Jedes Kind? Jedes Kind. Danke. Aber Menschen sind auch Tiere. Nee, jedes Kind hat einen eigenen Wal zugeordnet und macht jetzt Referate über Wale. Die machen auch den Matheunterricht mit Walen. Die müssen jetzt so auf dem Flur ausmessen, was ist mein Wal und wie lang ist der? Oh, cool. Machen alles zum Thema Wale. Das ist richtig cool. Und die haben auch Kissen mit Walen drauf und so. Cool. Ja, das haben wir eben gesehen hier. Ja. Schön. Mein heute Meeresbeitrag, Inga, ich war ja auch in der Schule am Dienstag. In welcher? Mal. Welche Klasse, welche Schule, wo? Das war in Osterholz-Scharmbeck. Und das war für, ich glaube, 5. bis 7. Klasse. Also so ein bisschen gemischt. Und das war halt am, also
Das war am Nachmittag, also nach, ich glaube, 1:45 oder so. Und ich glaube, es waren so 30 Kinder da oder sowas. Also die konnten da freiwillig hingehen. Also ich wäre niemals in dem Alter freiwillig zu irgendwas gegangen, was nach der Schule ist. In der Schule. Nee, aber waren super viele Kinder da und die waren total interessiert und die haben richtig, also wir haben auch noch fast 20 Minuten überzogen, weil die so viele Fragen gestellt haben. Hast du aus deinem Buch gelesen oder was? Nee, ich hab nicht aus dem Buch gelesen. Ich habe einfach einen Vortrag über Haie gehalten. Cool. Und die hatten echt super coole Fragen und auch total kreative Ideen so für Meeresschutz und sowas. Und genau, und wir mussten dann abbrechen, weil es einfach zu lange war und ich auch zum Zug musste und so. Und danach kamen dann noch ein paar Kids zu mir und haben noch Fragen gestellt. Und ein Mädchen kam dann auch zu mir und hat gefragt, ey, streamst du auch auf Twitch? Und ich meinte so, ja, mache ich, guckst du das manchmal? Und sie meinte, nee, aber mein Papa guckt das immer. Hallo Papa von dem Kind, vielleicht hat er das herausgefunden, ja, dass wir heute jetzt hier sind. Jetzt ist die Frage, wer ist der Papa? Bitte oute dich. Guten Abend, outet euch mal. Wer ist der Papa von dem Kind, mit dem Julia gesprochen hat? Und das ist überhaupt eine gute Gelegenheit, einmal Hallo zu sagen. Oh ja. Für die sich schon im Chat gemeldet haben. Octopussy, ein schöner Oktopus. Und erste Chatnachricht. Herzlich willkommen in unserer kleinen, lustigen Runde. Fockaffe ist auch da, hi. Lauren B99, Hallöchen, Horsti, guten Tag, Remote und Mareile 1910. Ja, ich lese immer noch Zahlen mit, Leute. Das hört auch nicht auf. Lovely Nickname hat keine Zahl. Aber bei Lauchpower ist das drin. Hallo Lauchpower, ist schön. Ja. Yeah. Sehr geil. Ja, toll, dass ihr alle da seid. Das gut, dass du daran gedacht hast, André. Voll in meinem Ding drin. Ja, hallo sagen. Ja, hallo sagen, wo war ich eigentlich, Zylinder? Aber ist schön, ich habe das genossen. Das ist total gut. Und konnten wir direkt auch mal Bilder von den Auftritten zeigen. Ja, ab in die Schulen, Leute. Bringt voll Spaß. Zur Schule gehen ist heutzutage anders als früher, auf jeden Fall. Ja. Ja, das glaube ich auch. Aber ich habe auch, glaube ich, unscheiß, ich habe da, glaube ich, gestern, ich weiß nicht, seit 15 Jahren oder so mal wieder eine Schule betreten. Ich glaube nicht. So gerochen wie früher? Na, nee, weil war ja alle Fenster offen und so, ne? Weiß ich nicht, war gelüftet. Aber immerhin hat das Lüften was gebracht dann. Ja. Nein, aber war auch nicht im Klassenzimmer, war in so einer, so einem Aula-Ding oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie Schule riecht. Ich muss mal wieder in die Schule gehen. Ja, aber dann, wenn sie geschlossen ist und man wirklich Schule riecht. Aber es ist ja auch in jeder Schule anders. Aber ich muss, vor 2 Jahren oder so war ich das letzte Mal in einer Grundschule und ich muss ganz, und die war in Potsdam und es roch genauso wie in meiner Grundschule. Also das war irgendwie, also nicht schlecht, aber es war so Flashback. Irgendwie. Ja. Hattest du eine gute Grundschulzeit? Ja, doch, eigentlich schon. Ja. Das ist ja, dann war noch okay. Erst danach wurde es schlimm. Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Ich fand es alles gut. Ich mochte Schule. So. Ja, ich war mit Schüler mochte, doof, aber naja. Mochte es danach auch. Es war dann irgendwann, wenn man dann so eher mit sich selber beschäftigt ist als mit der Schule, dann ist Schule ätzend, aber danach ging es dann wieder. BBHB, schönen guten Tag, moin zusammen, jo. Und Horsi, wir wissen, war es eine neue Schule oder ein Ostblock? Ich glaube, er meint mit Potsdam. In Potsdam. Die Frage geht nach Potsdam. Das war, also das Gebäude war von 1800, schieß mich tot. Aber da kann ich natürlich schlecht was sagen, ob das, also ich bin mir nicht sicher über die, ob es schon immer eine Schule war oder ob das früher was anderes war, umgewidmet oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Apropos, ich habe diese Woche wegen einer Recherche für was ganz anderes herausgefunden, dass der Hauptmann von Köpenick, ja? Ich weiß nicht, ob ihr den auch lesen musstet in der Schule. Nee, ich habe den Film gesehen mit Heinz Rühmann.
Und der Film ist unter anderem in Hamburg gedreht, am Finanzamt am Schlump, habe ich diese Woche rausgefunden, weil man in Köpenick nicht drehen konnte. Zumindest nicht das, was sie da wollten. Okay. Achso, weil es im Osten war. Ja, ich weiß nicht, ob das damals schon Osten war, ehrlich gesagt, als sie das gedreht haben. Ich glaube, die haben das in den 50ern schon gedreht oder so. Aber in den 50ern die haben war das... Die Mauer ist erst im 60. Ach so, ja. Ich dachte gerade, ja, okay, du dachtest an die Mauer. Ich dachte nur so, ja. Die Jahreszahl ist unabhängig davon, ob es im Osten von Berlin ist. Nee, ich meinte mehr so, ob man da noch rüberkam. Ach so, ja. Ja, okay. Ja. Nee, ist mein Funfact der Woche. So. Ich musste den Film auch gucken und ich konnte das nicht erkennen, dass es in Hamburg teilweise gedreht ist. Egal. Wir haben Meerescontent dabei, ne? Abgesehen von diesem schönen Bild mit dem Blauwal für November und dem Blauwal für Oktober. Und Mareile hatte Schule Probleme mit Mathe, als mehr Buchstaben als Zahlen. Mathe. Ja, Mathe wurde irgendwann zu Deutsch. Eine fremde Sprache. Wir haben weniger Mathe dabei jetzt. Oder? Was habt ihr so für Themen vorbereitet? Was haben wir denn heute so im Angebot? Ich habe ein Experiment, das sich mit Niederschlag beschäftigt. Du musst also gleich niedergeschlagen gucken? Nein, im Regen. Das, was draußen hier gerade schon abgeht, hier in und um Berlin, ist gerade furchtbarer Starkregen. Also es regnet schon den ganzen Tag und ziemlich doll. Hier prasselt es aufs Dach. Ihr hört das nicht, aber ich höre das so als Hintergrundrauschen. Ja, bei uns regnet es auch, aber ich muss gerade lachen, weil Horsi hat geschrieben, die Mauer war auch eher semipermeable Membran. Ja. Oh, und dann muss ich immer an Osmose und Diffusion denken. Das ist übrigens auch gleich noch ein Thema, denn ich habe das Thema Darmatmung aufgreifen dürfen. Genau, Darm. Ich bin schon so gespannt, als Inga sagt, ja, ich mache die Darmatmung. Nee, so war das nicht. Julia hat geschrieben, Themen es gibt von euch. Ne? Wir haben die Themen mitgenommen vom letzten Mal und da war irgendwie die Frage nach Darmatmung und nach Ambra. Und dann habe ich gemeint, ich nehme das, worauf ihr keinen Bock habt. Und weil Inga dann, ist einfach eine gute Seele. Danke. Und es ist Darmatmung geworden. Und Ambra kommt irgendwann anders. Das haben wir nicht vorbereitet. Aber eigentlich gar nicht, weil wir, also ich habe das gesagt, weil ich das interessant fand. Ja. Ich habe gefragt, was ihr nicht wollt und du hast genannt, was du interessant findest. Ja. 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 Und so hatte ich einen großen Spaß und ich habe ja überhaupt keine Ahnung von der Biologie der Fische. Also mal gucken, was ich da zusammengeballert habe. Ich habe Dinge gefunden. Die Darmatmung der Corydoras. Ist das eine Fischart? Ich habe mir nämlich diese ganzen Fischarten nicht gemerkt. Es kann auch, mal gucken, ich habe welche rausgesucht. Ich merke mir ja nur die Hälfte der Dinge. Ich habe die andere Hälfte habe ich natürlich zum Thema Darmatmung aufgeschrieben. Es sind immerhin 2¼ Seiten oder 2¾. Mit vielen Pfeilen hin und her. Ich habe ein Paper gefunden. Es ist leider kein Open Access, aber wir haben es trotzdem für euch. Yeah. Und Lauren sagt gerade, wir haben, das haben wir gerade als Thema in der Schule. Darmatmung oder Osmose? Ich denke Osmose, oder? Oder wenn Darmatmung, oder dann was ist das für ein Lehrer? Cool. Ja, und genau, Panzerwälse, Mareile, vielen Dank. Ja, die Corydoras, ja, die Panzerwälse, jetzt wo ihr Panzerwälse schreibt oder Mareile, wo du Panzerwälse schreibst, ja genau, die auch. Mhm. Da haben wir auch ein Bild von so einem Wels. Also es ist wunderschön, es wird wunderschön. Ja, ich weiß nicht, Inga, willst du gleich mit der Darmatmung starten? Jetzt hast du das schon so angeteasert. Wollte die Darmatmung gleich direkt vor den Latz geballert bekommen, wenn ihr... Klar, und wir haben auch direkt eine Expertin da. Lauren hat schon, oder Experte, ich bin mir nicht sicher über Geschlecht und es tut ja auch nichts zur Sache. Osmose war bis vorhin Ferien, Darmatmung hat letzte Woche angefangen. Sollte man auch nicht aus dem Kontext reißen. Bei mir hat Darmatmung letzte Stunde angefangen. Ja, aber Evolution. Schau mal,
Schau mal, Lauren, dann kannst du jetzt schon vorlernen. Darmatmung ja, first. Darmatmung first. Dann kannst du in der Schule voll rumposen. Was ey, Moment meinst. Mal, das ist so viel Druck hier. Nee, mach ganz entspannt. Also ich bin hier kein Biolehrer und ich habe ein Thema mir versucht zu erarbeiten seit gestern und das ist bei Weitem nicht das, was ein Biolehrer vielleicht über Darmatmung weiß, aber ich habe immerhin ein Paper dazu. Das, von welchem Jahr ist das Paper? Warte, scheiße, ich habe zu viele Dinge offen, mal wieder. Es ist von 2014. Dann bist du wahrscheinlich aktueller als der Lehrer. Ja, das aber mal gucken. Ja, das Ding ist, ey, ich habe das versucht, über was ja ganz verboten ist, herauszufinden. Und dann habe ich Glück gehabt und habe jemanden kennengelernt, der einen Zugang zu den Datenbanken der Uni Hamburg hat. Ja. Ja. Und so kommen wir zu dem wahnsinnig tollen Paper in dem Journal of Fish Biology. Soll ich das mal aufmachen? Mach einfach mal auf. Es heißt Breaking Wind to Survive. Breaking. Also der J.A. Nelson, der das geschrieben hat, hat auf jeden Fall hat einen guten Geschmack. Ja, der Titel, den finde ich gut. Ja. Also ich habe das einfach mal, wie man das so schön macht, wenn man so Streber ist, mir alles durchgelesen und die wichtigsten Dinge auseinandergezurrt. Auf der Seite, also so richtig spannend, mit was zum Angucken wird es erst auf Seite, weiter, fünf, genau, noch zwei weiter. Den hier? Das ist auch das einzige wirklich hübsche Ding da drin. Und da können wir jetzt alle gucken zusammen, wie das bei Fischen ist. Da sind tolle Abkürzungen. ABO zum Beispiel, im hinteren Bereich des Fisches, da wo das aussieht wie so ein, ja, wie so ein kleiner Planet mit Planetenringen, ABO. Okay. Das ist die Abkürzung für Air Breathing Organ, also atmendes Organ, ein luftatmendes Organ. Diese ganzen darmatmenden Fische, es gibt drei Arten von Atmung, die nicht über die Kiemen läuft bei Fischen und es sind einige. Moin, Duftertyp. Du kommst genau richtig. Es gibt drei Arten von Atmung, die einfach über das Maul funktionieren. Und die dann nicht mit den Kiemen hauptsächlich funktionieren. Und das ist zum einen die Atmung über einen Bereich, der heißt Ösophagus, der ist, würde ich mal behaupten, sowas wie, und jetzt darf mich gerne die Biologin unter uns korrigieren, die Luftröhre. Das habe ich nämlich in einem anderen Paper, das dir zur Verfügung steht, André, das Digestive System, das ist da weiter oben rechts in deinen Tabs. Ja. Da ist nämlich, das habe ich mir extra angeguckt, weil ich habe echt keine, danke schön, ja, das mal großklicken. Da ist nämlich Ösophagus zu sehen. Speiseröhre. Speiseröhre. Siehst du? Macht auch viel mehr Sinn, weil das hat nämlich alles mit Essen zu tun. Luft und Essen quasi. So ist die allgemeine Biologie vom Fisch. Ösophagus, Speiseröhre. Und es gibt eben drei Arten von Atmern, die es nicht nur über die Kiemen atmen. Einmal die, die über die Speiseröhre atmen, einmal die, die über den Magen atmen und einmal die, die über den Darm atmen. Diese drei Arten gibt es für Viecher, die Air-Breathing Fish sind, Air-Breathing Organs haben und GABs Gut-Air-Breathing betreiben. Die GABs. Voll die geilen Abkürzungen. Das sind meist. Im Chat wurde gerade gefragt, welche Seite ist das? Und ich poste das Paper mal. Das ist leider hinter einer Paywall. Aber ihr wisst ja, wie man an sowas rankommt, nicht wahr? Genau, auf keinen Fall sollte man den Dienst Sci-Hub benutzen, der einem Paper, die hinter Paywalls sind, halt öffnet. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden, da diesen Dienst zu benutzen, weil die Verlage sagen, dass das total illegal ist.
Also wenn man das nicht macht, wird man auch nicht feststellen, dass man bei diesem Paper, wenn man nicht ich ist, den 404-Fehler bekommt. Und das war ein bisschen blöd und ich musste dann so einen Workaround herausfinden mit einer anderen Seite, die doof ist, nämlich die man gar nicht benutzen kann mit libgen, Library Genesis. Ah ja, das funktioniert ist eigentlich, auch, ja. Die hängt damit auch eh zusammen und da gibt es dann verschiedene Mirrors, die man nicht benutzen sollte. Aber ich habe auch das Glück, dass ich jemanden kennengelernt habe, der die Datenbanken der Uni Hamburg den Zugriff darauf hat und darüber habe ich mir dieses Paper besorgen können. Ja. Wie dem auch sei. Also, es gibt Fische, die können über ihre Speiseröhre atmen, welche, die über den Magen atmen können und welche, die über ihren Darm atmen können. Okay. Was ich dazu herausgefunden habe, es ist so eine Anpassung an Verhältnisse mal wieder. Vor allem für Fische, die eher in Süßwasser unterwegs sind und die zum Beispiel sich gleichzeitig, so wie die Welse, festsaugen irgendwo, dann können die total gut im Schlamm, da wo wenig Sauerstoff ist, immer noch zwischendurch mal irgendwie hochschwimmen, einatmen und Sauerstoff aufnehmen, ohne unter Sauerstoff Mangel, das Wort heißt Mangel, unter Sauerstoffmangel zu leiden. Inga, ich habe nur ganz kurz Verständnisfrage. Also ja. Es geht schon darum, dass die Luft schlucken, ne? Also nicht, ja, dass die Sauerstoff Luft aus dem Wasser, sondern okay. Nee. Genau, die schwimmen nach oben, schlucken Luft und tauchen dann wieder ab. Okay. Gleichzeitig bietet das auch Probleme, die man sich ja an einer Hand abzählen kann. Wie zum Beispiel, man ist besser sichtbar für zum Beispiel Reiher oder so. Deswegen gibt es die Tiere, die das machen, meistens in der nachtaktiven Version. Und was sie noch so für Probleme haben, sie können Sauerstoffverlust bekommen über die Kiemen, wenn da gleichzeitig das Blut durchfließt durch die Kiemen. Deswegen haben die manchmal so eine Art Umleitung von Blut, dass das dann nicht über die Kiemen. Und da ist wieder Osmose das Thema. Hm. Und Diffusion durch semipermeable Membranen. Und ich habe Beispiele für diese drei Arten von Atmungen. Jetzt kommt nämlich Mareile ins Spiel. Ich muss mal selber Mareile gucken. Ich habe die drei Links. Du wirst eingewechselt. Kommt ins Spiel. Die Welsarten hier, die ihr habt, das sind die Darmatmer. Nee, ja. Magenatmer. Magenatmer. Stomach Breather. Das ist dieses auf der Südamerika-Fans-Seite der Wels. Das Danke. Das, wenn man weiter runter guckt, dann kann man sich da mal so ein Beispieltier anschauen, wie das so aussieht in echt. Das hier? Wunderschön, genau. Kann man sich so durchklicken. Das ist einer, der über den Stomach, also Magen, atmet. Und sich auch schön festsaugen kann, wenn er möchte. Und in so sauerstoffarmen Gewässern auch noch gut unterwegs. Ja, ganz hübsch eigentlich. Coole, ne? Musterung. Die Zeichnung ist richtig schön. Sehr, sehr, ja, schön. Lateinamerika, sage ich nur. Da findet man den. Was habe ich denn hier noch einige? Ich habe hier echt viel aufgedaddelt. Es gibt bei den Gut-Air-Breathing-Fischen, also bei diesen ganzen, welche, die atmen nur dann Luft, wenn der Sauerstoffgehalt im Wasser nicht reicht. Das sind die FAPs, die Facultative Air-Breathing. Und dann gibt es noch die CAPs mit C, das sind die Continuous Air-Breathing. Die ersticken aber auch trotzdem nicht, wenn man ihnen den Zugang zur Oberfläche verwehrt, weil sie trotzdem auch immer noch Kiemen haben. Also können halt beides. Und es gibt etwa 10 unabhängige Arten, wie man zu so einem Darm-, Speiseröhre- oder Magenatmer werden konnte im Verlauf der Evolution. Was ein bisschen schwierig ist, wenn es über den Magen oder über den Darm geht, dann haben Magen oder Darm natürlich zwei Aufgaben, nämlich Atmung und Nahrungsverwertung. Mhm.
Und dafür haben sich einige von den Fischen tolle Dinge ausgedacht, vor allem wenn es die Darmatmer sind. Das war ja auch die ursprüngliche Frage. Wie funktioniert Darmatmung? Und die darmatmenden Fische, dafür habe ich ein Beispiel, nämlich den europäischen Schlammpeitzger. Ja, aber es wird noch geiler. Der hat nämlich einen Spitznamen. Die Furzgrundel. Das hier ist die Furzgrundel. Der ist bei uns in Deutschland vom Aussterben bedroht. Aber nicht, weil er so einen schönen Namen hat, sondern weil seine Lebensräume wegbrechen. Und der braucht so schlammigen Lebensraum und kann sich auch eingraben bis zu 70 Zentimeter und dann, wenn dann Gewässer trocken fällt, einfach in der halbwegs feuchten Umgebung des Schlammes überleben. Das Doofe ist, es gab so eine Studie in 2012, ich habe keine aktuellere gefunden, aber mich auch nicht weiter damit auseinandergesetzt, muss ich zugeben, die rund um den Neckar und den Rhein bei Karlsruhe haben die mal geguckt, wie viel es noch gibt und es ist erschreckend wenig. In Frankreich gibt es noch deutlich mehr Furzgrundeln. Okay. Und die machen, also die Fische, die diese Darmatmung betreiben, die haben einen Abschnitt des Darms, in dem sie Sauerstoff durch das gut durchblutete Gewebe aus dem Darm rausziehen können, um das zu nutzen in ihrem Blutkreislauf. Mhm. Und ein anderer Teil des Darms wird für die Darmnormaltätigkeit, also die Verwertung von Essen, benutzt. Bei der Furzgrundel ist es meines Erachtens nach so, dass der hat einen relativ kleinen Darm. Ja. Oder kurz. Und im ersten Bereich ziehen sie den Sauerstoff raus, den sie vorher eingeatmet haben, indem sie an die Oberfläche geschwommen sind. Also Luft geschluckt. Genau, die schlucken Luft. Also alle dieser Gaps schlucken Luft. Und die schlucken also Luft und dann geht es durch das System bis in den Darm und im ersten Bereich des Darms, das ist besonders gut durchblutet, da wird das Luft der Sauerstoff rausgefiltert und in den normalen Blutkreislauf eingespeist. Und dahinter fängt der Teil an, wo der zur Verarbeitung der Nahrung dient. Und irgendwie ist es so, dass die eine Koordination zwischen Kot und Atemrestausstoß hinkriegen müssen. Woher der Name herrührt? Ich habe das so übersetzt. und deswegen gibt es so eine Art Transition Zone zwischen den Teilen des Magens. Mit einer Muskulatur, die die Reste des Futters komprimiert. Und man ist sich nicht ganz sicher, ob das auch in Mukus, also in Schleim, eingebettet wird und dann so häppchenweise ausgestoßen wird, um die Veratmung nicht zu stören und da irgendwie. Es ist nicht so richtig gut erforscht tatsächlich, wie das histologisch im Gewebe alles funktioniert bei den Fischen. Man muss nur wissen, bei denen ist es so, bei den Furzgrundeln, die haben nicht ohne Grund diesen Namen Furzgrundel. Michi, wir sind bei Darmatmung bei Fischen angelangt. Ja, schönen guten Abend. Wir sprechen über Darmatmung und die Furzgrundel. Ja, und die Furzgrundel, die eigentlich auch noch einen anderen Namen hat. Und die müssen wirklich pupsen, um die Luft wieder loszuwerden. Da ist es. Wundervoll deskriptiver Name, oder? Ob man das hört, also ich gehe mal davon aus. Das macht kein Geräusch. Sorry, ich habe keine Geräusche recherchiert, aber ihr seid feel free. Ja, ich gucke mal. Danke, soweit bin ich gekommen. Aber ja, ich habe das Gefühl gehabt, wenn jemand das Tier Furzgrundel nennt, dann muss er ja das auch mal furzen gehört haben, oder? Sonst würde man doch nicht auf den Namen kommen. Ja, das denke ich auch. Faule Falter und furzende Fische. Bei den anderen, bei den Speiseröhrenatmern und Magenatmern, die sind Röpser. Ah. Es gibt also Furzer und Röpser bei den Gut-Breathing-Organ-Fischen. Ja. Habt ihr Geräusche? Nein? Ich bin noch auf der Suche. Erzähl weiter. Ich höre dir zu. Okay.
Also die Anpassung bei den Magenatmern ist, dass sie einen vergrößerten Magen haben. Das ist aber dann nicht die Gründel, sondern stimmt gar nicht die Gründel. Der Wels war das, glaube ich. Der, Moment, bevor ich anfange zu lügen, ich habe hier mir einen Überblick gemacht. Ja, die Welse sind diese Südamerika-Fanseite, die wir eben geöffnet hatten. Das sind die, die über den Magen atmen und die haben vergrößerten Magen und da auch eine bessere Durchblutung. Und haben luftgefüllte Ausstülpungen und Kapillaren in der Magenschleimhaut. Und eine häufig verringerte Region oder keine, wo Magendrüsen vorhanden sind. Also sie müssen ja immer gucken, was ist das, wie kann man das kompensieren, dass man atmet gleichzeitig mit einem Organ, was für was anderes ausgelegt war ursprünglich. Haben da halt so Tricks. Die Speiseröhrenatmerfische, die haben eine sehr gut durchblutete Schwimmblase und welche, die Speiseröhre als Atemorgan benutzen. Also da hängt das irgendwie auch von der Lokalität sozusagen. Die sind nebeneinander direkt. Ich frage mich nicht, da müsste jetzt mal so ein Fischexperte kommen. Aber genau, die schaffen das da draus, Sauerstoff zu ziehen. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die man wissen muss. Ach ja, und noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn man so atmet über die inneren Organe, also über Magen und Darm, dann hat man weniger Auftrieb am Kopf als Fisch. Das ist deswegen ganz interessant. Ja, weil das ja Tiere, also Fische sind, die eher am Grund leben. Das heißt, die haben nicht so viel Energieaufwand, ihren Kopf runterzukriegen, weil die haben ja hinten... Also hinten hochgehoben werden. Ja. Genau. Die Furzgrundel nennt man auch Gewitterfurzer. Ja, das habe ich gerade auch schon gefunden. Da musste ich auch schon lachen. Ja. In Norddeutschland, das Gewitterfurzer. Ja, bei uns, wir haben halt total auch den guten Sinn für Humor. Ja, und diese ganzen Arten da, das erste haben wir noch gar nicht gezeigt, das wäre ein Beispielfisch für die Luftröhrenatmung. Das wäre eine Hechtart. Siehst du die, André? Was? Die ist noch weiter links. Ja, das da wäre ein Beispielfisch für die Speiseröhrenatmung. Okay. Das sind die drei Arten von Atmung über Luft. Also alle drei Arten atmen kurz Luft an der Wasseroberfläche und ziehen dann den Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft über ihre Verdauungsorgane im weitesten Sinne oder Nahrungstransportorgane. Ja, und da haben sie dann natürlich einen totalen Vorteil, wenn es schlammig wird oder also wenn sie so in Orten leben, an denen wenig Sauerstoff in der Luft ist, dann haben sie so eine extra Möglichkeit, an Sauerstoff zu kommen. Cool. Ja, und sind häufig Süßwasserfische. Ja, da hat man auch, glaube ich, wahrscheinlich eher die Situation, dass man so sauerstoffarme Gewässer oder Zeiten hat, wo das Gewässer sauerstoffarm ist, als im Meer. Ja, das auf jeden Fall. Wenn du bist oder so, kannst du ja auch nicht abhauen. Stimmt. Ja, oder wie die Furzgrundel, die dann auch mal trocken fällt zwischendurch, aber noch feucht genug gehalten wird, weil die sich so eingräbt. Leute, wir müssen nach Niedersachsen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich finde keinen Soundfile, aber es gibt in Niedersachsen eine Schlammpeitzger Aufzuchtstation, die 2017 etabliert wurde und wo die Furzgrundel methodisch gezüchtet wird. Gegen das Artensterben, weil sie gefährdet ist und in der Schweiz bereits ausgestorben ist. Ja. Die hat es nicht leicht. Deswegen, wo in Niedersachsen ist die Frage? Und Mareile kann das Phänomen, dass der Kopf nach unten geht und die Schwanzflosse, man kann das im Aquarium wunderbar beobachten, also perfekt.
Und die Furzgrundel, die ist eben auch häufig schon mal untersucht worden. Häufiger. Also im Sinne von, wie kann man Dinge renaturieren, damit die da irgendwie noch lebt, weil die hat sich teilweise zurückgezogen, da rund um Karlsruhe, zumindest vor 10 Jahren war es so, in so landwirtschaftliche Gebiete, wo die einfach so Kanäle gegraben haben, ne, so Entwässerungskanäle. Ja. Da hat die gedacht, ja cool, hier kann ich wohnen. Und dann kam halt der Bauer und hat gedacht, da mache ich mal ein bisschen weniger Schlamm in meinen Entwässerungsgraben und hat damit die Furzgrundel zu Grundel gerichtet. Oh no. Ja. Ich gucke mal gerade, wo das ist, weil das gerade im Chat gefragt wird. Ja, und Lauren freut sich, dass es besser erklärt ist als... Umfangreiche Sanierung der Teichanlage am BVO-Haus. Bezirksfischereiverband für Ostfriesland e.V. Ostfriesland. Ja, und wo in Ostfriesland? Ostfriesland ist groß, ne? Ich weiß, aber das ist ja schon mal genauer, oder? Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein erster Schritt in Richtung Furzgrundel, Renaturierungsaufzucht, gegen das Vergessen, gegen das Aussterben dieser Tiere. Ja, ich hab's gleich. Ich habe gerade keinen Soundfall gefunden, aber ich habe gelernt. Entschuldigung. Emden. In Emden. Ah, danke. In Emden. Für alle, die die Furzgrundel sich angucken wollten. Aber vielleicht sollten wir die mal fragen, ob sie ein Geräusch haben. Ja. Vielleicht sollten wir mal anschreiben. Ja, halt mal den Link offen, André. Da müssen wir nachher mal fragen. Ich hab gerade schon in den Chat geworfen. Für die, die es interessiert, aber da können wir auch mal direkt hinschreiben, das stimmt. Hallo, habt ihr eine... Auf jeden Fall habe ich gerade noch ganz schnell gelernt beim Geräusch suchen, warum sie Gewitterfurze heißen. Okay. Ja. Und zwar, weil sie anscheinend bei Gewitter ganz aktiv werden und ganz nervös, weil die anscheinend irgendwie gut die, keine Ahnung, Druckunterschiede spüren können oder sowas. Und deswegen wurden die benutzt, um Gewitterwettervorhersagen zu machen. Und deswegen heißen sie Gewitterfurze. Das sind die klassischen Gewitterfische statt Gewitterfrösche. Das heißt, du hältst ja eine im Aquarium und wenn es blubbert, weißt du, es gibt Gewitter. Ja. Wenn sie mehr pupst, es zieht ein Unwetter auf. Oh, oh. Ja, genau. So. Ja. Die Furzgrundel hat mich gepackt. Ja, danke, Inga. Das war sehr interessant und unterhaltsam. Gerne. Gerne. Ja, so sieht's aus bei zum Thema Darmatmer, Gut Air Breathing Fish. Tschüss. So. Ne? Das Paper darf man sich auf gar keinen Fall über irgendein Medium besorgen. Ja. Außer wenn man Zugang zu einem Uni-Katalog hat, so wie ich gerade. Ja. Genau, ja, Lauren, das ist super, wenn das wenn das gar nicht so weit entfernt ist, da gibt es eine Aufzuchtstation der Furzgrundel, die Darmatmer sind. Das wäre doch mal was. Ja, dann kannst du das Furzen aufnehmen. Für uns, ja. Und schick es uns. Und mach ein Foto mit deinem neuen Patenfisch. Ja. Jedem sein Patenfisch. Auf jeden Fall. Ja. Ja, soweit mein Thema. Danke, Inga. Das war total interessant und witzig. Danke. Das liegt ja auch daran, dass... Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, als ich diesen Namen gelesen habe. Der war nämlich, glaube ich, nicht bei Wikipedia, sondern in diesem 49 Seiten, warum stirbt die Furzgrundel in Baden-Württemberg aus? Ding. Was ich nicht mit euch teile, weil da gibt es ganz viel andere Sachen, die man da lesen kann. Ja, wir wollten heute so ein Spiel spielen. Also ist es, glaube ich, nicht so richtig ein Spiel, sondern es ist eher so ein Browser-Click-Ding ich glaube, es ist vom Fraunhofer-Institut. Wir müssen noch mal drauf gehen, André. Und es geht um Mikroplastik in Flüssen, das ins Meer gelangt. Genau, Micro-Catch-Bolt. Und wer ist Franziska? Wer ist Robin? Ja, das müssen wir gleich. Achso, aber ich glaube, es ist gleich wieder weg, ne? Ja. Oder bleibt er? Matthias. Ne, dann müssen wir es einfach reihum machen. Ja, auf jeden Fall
Genau, auf jeden Fall geht es hier darum, hier kann man sich durchklicken und im Endeffekt lernt man so ein bisschen, wie so eine Studie designt wird, ausgeführt wird und die Ergebnisse dabei rauskommen. So habe ich das zumindest verstanden. Ich habe ja auch nur ganz kurz reingeguckt. Und deswegen dachten wir, wir probieren das jetzt einfach mal aus und gucken uns das an. Yeah. Ja, cool. Und ja, wir haben irgendwie 5 verschiedene Rollen. Müssen wir jetzt irgendwie... Also ich hätte hier noch einen Dugong, der kann alles sprechen. Stimmt. Ja. Da okay, ist er wieder. Dann ich mach nochmal neu laden, dann kommen die auch wieder. Ich kann das leider nicht pausieren irgendwie. Ja, nee, ich glaube, das kann man nicht pausieren, aber ich weiß nicht, ob wir das so schnell lesen können. Aber auf jeden Fall haben wir Franziska, Robin, Franzi, Xaver und Matthias. Und die haben alle verschiedene Aufgaben in dem Projekt. Also wir haben... Also Franziska, ich lese es nochmal. Franziska ist Projektkoordinatorin. Robin schreibt die Doktorarbeit. Franzi analysiert. Xaver macht Stimmungsmodelle. Matthias ist der Ideengeber. Okay. Okay, soll ich mal anfangen mit Franziska? Ja, bitte. Okay, Franziska ist ja die Projektkoordinatorin. Ne? Wir wollen wissen, wie viel Mikroplastik in der Ostsee ist und wo es herkommt. Wie macht man das? Dann okay. Schon mal. Glaube ich, aufs Erste. Man sucht sich eine Modellregion aus. Und das hier Modellregion Warnow, die deutschen Ostseezuflüsse, unsere Auswahlkriterien. Nee, genau, du musst jetzt, glaube ich, hier die Deutsche, also, ja. Da wieso? Man kann sich ja nur gar nichts was aussuchen, wenn man eine nur zur Verfügung hat. Nee, sind mehrere, genau. Die deutschen Ostseezuflüsse. Nein, das geht nach und nach, genau. Das ist jetzt erstmal gucken wir auf die deutschen Ostseezuflüsse, ne? Also, wir haben die Warnow, die Travel, die Schwentine und Franziska sagt. 866 also, Kilometer lange Oder, der deutsch-polnische Grenzfluss. Oh Gott, das geht alles viel zu schnell. Sie beproben die Ostseezuflüsse. Die haben sich für die Warnow entschieden. Ja, toll, genau, man darf auch nicht entscheiden. Genau, weil alle Flüsse zu beproben wäre halt zu aufwendig. Ne? Oh, aber man kann reinzoomen. Genau, deswegen haben sie sich für die Warnow entschieden. Na gut. Na gut, dann lassen wir es Ihnen nochmal durchgehen. Haben wir uns ja auch für die Warnow entschieden. Ja. Ha. Schau dir an, warum wir uns für die Warnow entschieden haben. Okay, dann drücke ich mal auf Weiter. Weiter? Ja. Unsere Auswahlkriterien, vielleicht musst du, weiß nicht, dahin gehen. Ja. Ah. Oder einfach warten. Okay. Die Warnow ist ein typischer deutscher Ostseezufluss. Sie hat ein schwaches Gefälle und entwässert ein Gebiet, in dem, oh Gott, das ist viel zu schnell. In dem so. Neben Landwirtschaft, Freizeit, Schifffahrt, Siedlung und Industrie auch naturbelassene Landschaften zu finden sind. Von der Quelle bis zum nimmt der Einfluss der Menschen immer mehr zu. Wir können so relativ unberührt Natur mit Gebieten starker Besiedlung und wirtschaftlicher Aktivität vergleichen. Und jetzt kann man sich die Bilder angucken, um zu sehen, wie unterschiedlich es ist bei der Warnow. Oberwarnow. Warnow bei Bützow. Und Warnow bei Schwan. Ja, hier ist so... Ist das eine Warnow? Nein, das ist ein Schwan. Ja, also hier ist noch wilder. Hier ist irgendwie... Da ist nicht mehr so viel los da drin. Das ist brackiger irgendwie. Und hier ist... ein Kanu in der Warnow. Ein Kanu in der Warnow. Ja, haben wir jetzt gemacht, ne? Guck mal, wenn man jetzt so viel Zeit hat, dann passiert nichts mehr. Okay. Ja, und worum geht's genau? Das hier ist um Ostseeforschung, Mikroplastik und so. Und das ist, wir vollziehen einen Forschungsprozess nach. Genau, also bis jetzt, die wollen wissen, wie Mikroplastik über Flüsse in die Ostsee gelangt und haben sich die verschiedenen Flüsse angeschaut und haben sich für die Warnow entschieden, weil
die Warnau eben zum einen noch naturbelassene Gebiete hat, aber auch Gebiete, wo Landwirtschaft betrieben wird und eben wenig besiedelt und auch dicht besiedelt. Okay, dann Nutzungsarten im Einzugsgebiet wahrscheinlich, ne? Ich glaube, man muss sich da einfach durchklicken. Ja. Oder unten auf Weiter drücken vielleicht. Ja. Wahrscheinlich dasselbe. Ja, Franzi, du bist wieder dran, ne? Julia, Franzi. Also, schau dir die verschiedenen Nutzungsarten entlang der Warnow an. Zugegeben, die Karte ist sehr voll. Wenn du den Regler in der Mitte verschiebst, kannst du dir darunter nochmal das Gewässernetz und die Position unserer Probenahmepunkte ansehen. Oh. Oh, nice. Bunt, schwarz. Bunt, schwarz-weiß. Bunt, schwarz-weiß. Okay, also bunt, schwarz-weiß. Entschuldigung. Das Orange sind die Probenahmepunkte. Ich möchte zu Nebel. Ja, hier Nebel. Probenahmepunkte, okay. Rot sind Stadtgebiete. Okay, das wird krass, ja. Da unten. Und, oh, wir können auch nochmal reinzoomen. Okay, naja, Stadtgebiete sind überall irgendwie hier rumverteilt. Du sollst jetzt die Probenahmegebiete anschauen. Oder? Ja. Also da, die beiden sind ja eher so Waldgebiet und Wiesen, also so unberührt. Ja. Ja. Genau. Wiesen und Weiden, Waldgebiete. Dann da oben. Dann. Das ist 8 und 9. Da ist 7 und 6, Bützow und Nebel. Das ist eher in der Stadt. Ja, das ist Siedlung, ja. Ja. Direkt Stadt. Und dann geht's hier hoch. Becke und Schwan. Auch direkt Stadt. Mhm. Ich finde das total großartig, wie das gemacht ist. Ich finde das super geil. Die 3 ist auch Stadt. Zano. Jo, ist auch Stadt. Horst ist wieder genau mein Wunsch. Er hat geschrieben, Stadtgebiete in Magpom ist doch auch ein bisschen euphemistisch. Und hier haben wir bei 2. Kösterbeck ist Ackerland. Jetzt ganz im Ernst, wenn ich hier so drauf gucke, das nur so ein... Ah nee, Ackerland ist das hier, ne? Was ist denn das Hellgelbe? Ackerland. Steht hier nicht. Ja, doch, Ackerland ist gelbe, ist Ackerland. Ja, ich dachte aber, das hier wäre, da wo ich mit der Maus drauf bin, dachte, das wäre Ackerland, weil das ist so ein Blassgelb hier. Das, und es ist MacPom. Das muss doch viel Ackerland sein und... Das ist total naturbelassen, André. Das ist vielleicht... Irgendwas noch anderes? Nein, keine schon, Ahnung. Das ist das Gelbe, also das großflächige Gelbe ist schon Ackerland. Ja. Keine Ahnung, was das da. Das sind gelbe Flächen. Auf jeden Fall, hier ist es dann, ich kann nicht weiter reinzoomen, hier ist es dann. Ja. Kann man da draufklicken? Kannst du auf Warnow oder sowas drauf, auf das orangene Ding da klicken? Ja, ich klicke die ganze Zeit, es passiert noch nichts. Oh. Nee, ich glaube, beim nächsten kannst du, glaube ich, Fotos gucken. Weiter drücken, okay. Von den Probenamen stellen. Okay. Zoomen wir mal wieder raus. Ich finde das total großartig, dass man hier rein und rauszoomen kann und dass dieser Balken hier das einfärbt. Das will ich für ganz viele andere Karten auch. Ich weiß nicht, warum ich das will, aber ich finde es großartig, da mit rumzuspielen gerade. Und es wird nicht langweilig. Wie ihr seht, es wird mir nicht langweilig. Ich kann das die ganze Zeit... Ich finde das super. Ja, ja, ich höre schon auf. Ja, ich klicke weiter. Wir müssen beenden. Ja, ist ja gut. Ich will einen Epilepsie-Trigger einführen hier. Okay, weiter. Unsere Probenahmenpositionen. Soll ich mal Robin lesen? Ja, mach mal. Das ist unser Untersuchungsgebiet, die Warnow und ihre Nebenflüsse. Wir haben markiert, wo wir die Proben genommen haben. Berühre die Positionsanzeiger, um mehr über die einzelnen Stationen zu erfahren. Berühre. Tatsch. Ich berühre. Vielleicht klicke ich einfach mal. Ah, okay. Berühren heißt klicken. Station 9 ist kleine Ortschaft Sternberger Berg, Klärwerk, Landwirtschaft. Ja. Okay. Dann haben wir hier Station 8, Warnow, Landwirtschaft, Wald, Wasser, Wanderrastplatz. Okay. Wenn du so mit Kajak, weißt du? So Kajak. Ah, ja, okay. Alles klar. Dann Bützow. Bützow ist die 6, genau. Das ist Ortschaft Bützow, Landwirtschaft. Und Landwirtschaft, Brücke für Autos. Okay. Das war aber schon städtisch eben, ne? Ziemlich. Ja.
Aber deswegen Euphemismus. Ja, okay. Schwan. Oh, das sieht nett aus da. Größere Ortschaft Schwan unter Auto- und Fußgängerbrücke. Idyllisch. Die, ja, mit den Weiden und so. Fünf ist Becke. Große Ortschaft Schwan unter Auto- und Fußgängerbrücke. Da war ich doch gerade. Viele Brücken. Ja. Das ist daneben, das ist aber ein anderes Bild, das passt schon. Ja, okay. Dann Zano. Zano. Gestüt, Ortschaft Reetz, Landwirtschaft Wald. Okay. Und dann haben wir hier Kösterbeck, Ortschaft Kessin, Landwirtschaft Wald. Und Warnow, Ortschaft Kessin, Olympischer Ruderclub Rostock, Landwirtschaft. Und wir haben eine Frage im Chat. Hat jemand Zahlen oder ein Verhältnis zwischen Plastik im Meer aus Flüssen versus Plastik durch Hochseefischernetze? Also ich habe keine. Ja, ich weiß, woher die Frage kommt. Hat jemand sich hier schon durchgespielt oder was? Nein, das ist die Seaspiracy-Frage. Julia ist die Expertin, was das angeht. ich muss mal gucken, ich habe hier, glaube ich, irgendwo eine Zahl. Nein, das ist, weil es gibt doch diesen Dokumentarfilm bei Netflix, den Seaspiracy-Film, der ein bisschen sehr unrecherchiert mit Zahlen und angeblichen Fakten durch die Gegend wirft. Ich finde es übrigens großartig. Ich möchte das kurz kommentieren für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Frau Dr. Julia Schnetzer hat gerade ihr eigenes Buch aus dem Schrank genommen, um nach einer Zahl nachzuschlagen, um dir dann das... Ich finde das toll. Ich das auch. Buch ist aber großartig. Ich muss sie finden. Das Buch wurde signiert von den BioNTech-Erfindern. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Mhm, die hatten wir im letzten Chat. Ja, aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall im Seaspiracy sagt er nämlich die Zahl, ich glaube, es ist 48, dass 48% alles Plastiks im Meer von Fischerei kommt. Und diese Zahl, die er da benutzt, die kommt aus einem Paper, das sich nur auf den großen Müllstrudel im Nordpazifik bezieht. Das heißt, das lässt sich nicht auf den ganzen Ozean beziehen. Und es ist eben auch so, dass je nachdem, wo du im Meer bist, hast du halt andere Ursprünge des Plastiks. Also je nachdem, was da eben los ist. Und zum Beispiel kam da auch dieses Jahr ein Paper raus, wo sich gezeigt hat, dass zum Beispiel im Mittelmeer, dass eben das meiste Plastik, das da reinkommt, durch Flüsse kommt und dass das meiste davon Verpackungsmüll ist. Also eben, keine Ahnung, Essensverpackung, Getränkeverpackung und so ein Zeug. Kommt also eben total drauf an, wo man ist, was da los ist. Und ich suche jetzt immer noch die Zahl, weil ich hatte nämlich hier irgendwo eine Zahl mit wie viel Tonnen Fischernetze. Ja, du hast Zeit. Wir machen mal weiter hier. Genau, ihr mal. Genau. Ich spiele mal weiter. Ich versuche mal die Zahl zu finden. Wir spielen mal weiter. Ja. Okay, ich übernehme mal, im Notfall Franzi. Ich drücke mal auf weiter. Ah. Franziska. Okay, bei der Probenentnahme gilt bloß keine Verunreinigung. Weder die Pumpen, Filter, Netze oder Probengefäße dürfen Kunststoffe enthalten. Da mussten wir uns schon etwas Besonderes ausdenken. Du, Robin? Das ist die Rocket. Sie saugt pro Minute 60 Liter Wasser an und pumpt es durch vier Edelstahlfilter, die alle Teilchen der größer als 10 Mikrometer sind, bleiben hier hängen. Holzfasern, Sandkörnchen, Algenreste, Schalenteile und Mikroplastik. Und so sehen die Filter nach dem Pumpen aus. Unterscheiden kann man das Mikroplastik von dem Rest jetzt noch nicht. Dafür müssen wir erst eine Trennung vornehmen. Okay. Yeah. Cool. Die Probennahme und jetzt kommt die Trennung. So, ich habe die Zahl gefunden. Ja, okay. Hau raus. Ja, genau, es wird geschätzt, dass an die 640.000 Tonnen an Netzen, Angelschnüren, Fische sowie Krebsfallen und Ähnliches jedes Jahr im Meer verloren gehen. Wie viele Tiere dieses Gerät das Leben kostet, ist allerdings unklar. Genau, also das ist das sind die einzigen Zahlen, die ich dazu kenne. Kann aber gut sein, dass das auch
deutlich unterschätzt ist. Alpaka schreibt mich, ich frage mich immer, ob Plastik an sich so böse ist, auch wenn man es richtig entsorgt. Also das Problem ist halt, also das Problem ist halt, wenn du, okay, fange ich jetzt an. Also das ich Problem ma, ich ist mach einmal, dich dass, mal. Also das Problem ist einmal, dass Plastik halt unglaublich haltbar ist. Also das ist auch der Vorteil von Plastik, aber das ist eben auch das Problem von Plastik, dass das eben nicht von selber abgebaut wird oder zerfällt. Das heißt, der Müll sammelt sich eben an und der Müll muss eben irgendwo gelagert werden oder irgendwo hin. Oder recycelt werden im optimalen Fall. Aber das Recyceln geht oft nicht. Also weil das funktioniert nicht mit jedem Plastiktyp und du kannst das auch nur eine bestimmte Anzahl an Mal. Machen, weil irgendwann wird die Qualität des Plastiks dann zu schlecht. Und genau, dann hast du es und dann kannst du es eben im Endeffekt einmal auf eine Mülldeponie hauen und da liegt es halt dann für die nächsten, keine Ahnung, hunderten von Jahren. Oder du kannst es verbrennen und wenn du es verbrennst, werden aber auch super viele Schadstoffe frei, also nicht nur das CO2, sondern eben auch die ganzen Chemikalien, die Plastik zugemischt werden, damit das eben irgendwie weich ist oder feuerfest oder so. Und dieses Gift wird dann in der Regel rausgefiltert. Also das wird eben zumindest in Deutschland, in anderen Ländern vielleicht nicht. Und dann hast du diese hochgiftigen Filter, wo der ganze Dreck drin ist. Und die werden zumindest in Deutschland in so alten Salzminen gelagert. Aber die sind halt auch schon fast voll. Also ich glaube, es ist, ich glaube, so der letzte Stand, den ich hatte, ist so, dass so in 10 Jahren sind diese ganzen Salzminen eigentlich voll mit diesen Giftfiltern und dann weiß man auch nicht, wo die hin sollen danach. Das heißt, das ist so ein bisschen, also auch wenn man es richtig entsorgt, ist es, hat es noch so einen Rattenschwanz. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen die Frage. Ja, aber Nero Burner hat schon die nächste. Jetzt wäre der Anteil zum gesamten Plastikmüll interessant. Achso, ja, also der gesamte Plastikmüll. Da habe ich jetzt gerade neue Schätzungen gelesen. Also die Zahlen, die immer genannt werden, sind immer zwischen 4 und 12 Millionen Tonnen pro Jahr, was im Meer landet. Die Zahlen sind aber von Daten von 2010. Und jetzt kam dieses Jahr ein neues Paper und die gehen jetzt eher von 23 Millionen Tonnen pro Jahr aus. Okay, krass. Hm. Genau. Ich weiß jetzt aber leider nicht genau, wovon die 640.000 Tonnen, von wann die Zahl ist. Das kann ich dir leider gerade nicht beantworten. Aber danke fürs Nachschauen. Jo. Ja, dann widmen wir uns mal diesem unsichtbaren Teil von Plastik, der jetzt in unserem Filter ist, den Robin da vorgestellt hat, würde ich mal sagen. Ja, ich drücke mal nochmal auf Weiter. Ich bin zurückgegangen. Die herausgefilterten Partikel werden gereinigt und chemisch von natürlichen organischen Bestandteilen befreit. Dann werden sie in eine Flüssigkeit gegeben, deren Dichte so eingestellt ist, dass alles, was leichter als 1,8 Gramm pro Kubikzentimeter ist, aufschwimmt. Über einen Auslass am unteren Ende des Gefäßes können alle abgesunkenen Partikel von den leichteren Teilchen getrennt werden. Die Mikroplastikpartikel sind in der Regel leichter und reichern sich an der Oberfläche der Flüssigkeit an. Am Ende dieser Prozedur sind die leichten Partikel in einer solchen klaren Flüssigkeit. So geht die Probe dann nach Dresden. Okay. Mhm. Dann geht's wahrscheinlich zur Bestimmung, nehme ich an. Mhm. Die Bestimmung der Kunststoffe hat in unserem Projekt das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden übernommen. Oh, da war ich sogar schon mal. Ich war noch nie in Dresden. Die aufbereiteten Proben aus Warnemünde, die unterschiedlichen Plastikarten, aber auch noch Mineralien enthalten, untersuchen wir mit optischen und spektroskopischen Mikroskopen. André, was für dich? Jetzt kommt Franzi wieder. Ja. Julia, willst du? Also, lest du mal. Mit diesen Geräten lässt sich die Wechselwirkung der unterschiedlichen Materialien mit Infrarot- und Laserstrahlung messen. Dieses Verhalten ist für jede Substanz charakteristisch wie ein Fingerabdruck. Zunächst wird die Größe der aller Partikel bestimmt. Danach erfolgt für jedes einzelne Teilchen die Messung mit Infrarot- oder Laserstrahlung. Das Ergebnis ist ein solches Spektrum. Die Spektren aller Partikel einer Probe werden dann mit Spektren aller bekannten Kunststoffe verglichen. Somit lassen sich die Kunststoffarten und deren jeweilige Anzahl pro Probe exakt bestimmen.
André, kennst du dich aus mit solchen Spektrogrammen? Spektren ist Spektro. Richtig. Spektren. Ja, ja. Ich kann mich mehr mit Darmatmung ausweisen. Nee, wie das ist mit Plastik und sowas. Also wenn sie Infrarotlicht und Laserstrahlung, Infrarot oder Laserstrahlung, Ja, das ist einfach so, die strahlen das quasi auf die Partikel und die fangen dann an zu schwingen. Und das wird da aufgenommen. Und weil eben jede Plastikart oder jede... Ach, das ist Raman-Spektroskopie. Nee, das ist Transphoton? Nee. Oh, ich hasse dieses Wort. Ich habe es schon 100 Millionen Mal gesagt, aber transformiert nicht. Transversal? Ich rate nur. Nee. Mikro. Transmissions. Nee. Transsibirische Eisenbahn. Steht's da denn nirgends in dem Game? Bisher nicht. Hier steht nicht, Spektrum des Kunststoffes PVC, Counts, Reference Intensity, Scanpoint Number, bla bla bla. Egal, Julia, nächste Frage. Ja, irgendwie transformiert, bla, Spektrum. Nee, keine Transmissionselektronen. Nee. Gibt es unbekannte Kunststoffe? Neroburner, ja, genau. Gute Frage. Nee, ich glaube, mit allen bekannten Kunststoffen, also mit allen artenreinen bekannten Kunststoffen. Yes. Hier, genau. Fourier-Transform. Spektroskopie ist das. Ach so, Fourier-Transformationsspektroskopie? Fourier, ja. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Du hast auf Deutsch. Ah. Ja, also das geht im Endeffekt eben da, also eigentlich geht es darum, du hast halt unten einen Sensor, du hast das Mikroskop oben ist nur drauf, damit du die Partikel siehst. Ne? Und dann hast du unten einen Sensor und dann wird da eben UV oder was Laser draufgehalten und die Partikel fangen dann an, eben so leicht zu vibrieren. Das kann der Sensor messen. Und je nachdem, was es eben für ein Material ist, hat das eine eigene Frequenz. Und damit kannst du dann quasi bei den Stücken genau sagen, also deswegen dann das Mikroskop drauf, dann kannst du sagen, ah, das unten rechts ist, keine Ahnung, PVC und das oben links ist PET oder sowas. Genau, damit können die Plastikarten von diesen kleinen Stücken bestimmen. Krass, habe ich noch nie gehört. Ja, das ist auch relativ neu. Also die benutzen das so seit 5, 6 Jahren oder sowas für Mikroplastikanalysen. Und, okay. Und seit die das machen, weil davor war es halt eben sehr schwer, Mikroplastik zu bestimmen. Und seit sie das benutzen, gehen halt auch die Mikroplastikzahlen quasi explodieren. Also plötzlich an den Orten wird immer mehr Mikroplastik gemessen, einfach weil jetzt die Technik besser ist, um das zu sehen. Ja, und das mit den bekannten Kunststoffen ist halt so, es gibt jetzt nicht wirklich unbekannte Kunststoffe, aber du kannst halt tatsächlich dann ausschließen, ich glaube, dass hier sind von allen bekannten Spektren aller bekannten Kunststoffe, ist so das typische Wissenschaftlersprech, was da mit reingeht, dass wir sagen, über jede Art, wo wir in irgendeiner Form eine Referenzmessung gemacht haben, weil hier sieht man, das Blaue ist eine Referenzkurve. Oder, nee, das Rote ist die Referenzmessung, also Reference Intensity ist quasi, das ist das Modell von PVC, was irgendwann mal im Labor ganz sauber aufgenommen wurde und dagegen wird das Blaue gemessene verglichen und dann sieht man, die Peaks stimmen überein, also können wir sagen, jo, das ist PVC. Also so genau. Ist das zu verstehen, nicht, dass es unbekannte eine Fülle von unbekannten Kunststoffen gibt. Das ist nicht der Fall. Ja, da Kunststoffe künstlich hergestellt werden von Menschen, kennen wir sie alle. Genau. Ja. Ja, genau. Also ja, Spektralmessungen sind total weit verbreitet, aber ich wusste nicht, dass das halt über Schwingungen und dass du dann Fourier-Transformationen machst. Also ich habe halt auch Spektralanalysen tatsächlich auch unter Mikroskop gemacht, aber dann mit Fluoreszenz, Absorption und Emission und so eine Scherze. Aber das ist passiert hier nicht mit, sondern es geht hier um Vibrationsanregung. Das ist faszinierend. Also
Finde ich großartig. Ja, und genau, super Übersetzung, bekannt gleich vermessen, genau. Ja. So hätte man es auch erklären können, André. Sehr vermessen. Sehr vermessen. Voll das Teamwork hier mit dem Chat, finde ich super. Ja. Ja. Ihr seid toll. Ja. Bestes Publikum. Ja, genau, wie Foyer genau, Foyer übersetzt das, was du im Ortsraum hast, in den Frequenzraum. Damit kann man, ja, wichtig, wenn man sich Spektren anguckt, weil man da etwas gegen Wellenlängen aufträgt. So, Franziska, herauszufinden, wie viel Mikroplastik in einer Probe ist, dauert sehr lange. Viele einzelne Schritte sind erforderlich, um zu einem Ergebnis zu kommen. Wir haben dir aufgeschrieben, was zu tun ist. Leider sind die Zettel durcheinander geraten. Bringen sie wieder in die richtige Reihenfolge. Oh, wir müssen aktiv werden. Oh Gott, das muss man auch erstmal lesen können. Ich kann das gar nicht lesen. Du kannst den vollständigen Text auf den Kärtchen lesen, indem du sie berührst. Aha. Ja. Die Mikroplastikproben sind in Dresden angekommen. Heute fängt die spektrometrische Vermessung an. Leider können nicht mehr als 2 Proben gleichzeitig analysiert werden und jede Messung braucht 1 bis 2 Tage. Zum Schluss muss immer noch mal kontrolliert werden, ob bei der automatischen Messung keine Fehler passiert sind. Das dauert noch mal 2 Tage. Also es ist wahrscheinlich nicht der Anfang, weil wir müssen doch erstmal... Okay, ach so, kann man die erstmal irgendwo hin tun, wo man sie später wieder kann? Ich kann sie mir nicht sortieren, genau. Nee, ich versuche das gerade. Wenn du die da oben reinpackst, kannst du die, wenn du die oben in irgendeine Woche reintust, dann später eine andere Woche tun? Nicht so hastig. Ja, Gott, das wissen wir auch, dass das da nicht richtig ist. Wir brauchen nur erstmal einen Überblick. Endlich ist das sogenannte Verdauen, die Reinigung der Proben von organischen Bestandteilen abgeschlossen. Nun nochmal gründlich spülen, filtrieren, trocknen. Zurück bleiben Mikroplastik, Mineralien und Gesteinspartikel. Damit man diese von dem Mikroplastik separieren kann, kommt als nächster Schritt die Dichttrennung. Das ist irgendwann das Woche 3 oder so. Ja, also ich denke mal, dass Blau zu Blau gehört. Und ja, genau. Ja, wir fangen mit Blau an. So, da wurde irgendwas, ich klicke jetzt mal schnell durch. Die zweite Probennahmekampagne ist abgeschlossen. Die Warnemünder haben mit der Aufbereitung der Proben begonnen. Der Kreislauf beginnt von vorne. Das Lass mich raten. 10. Das ist Woche 10. Woche 2? Ja. So, und gut. Dann hier fertig. Mit Hilfe einer Flüssigkeit, Natrium Polywolframat, die so schwer ist, dass Mikroplastikpartikel darin nicht untergehen, mineralisieren und Mineralien und Gesteinsbröckchen aber schon, konnte endlich das Mikroplastik von den anderen Bestandteilen getrennt werden. Jetzt werden die Proben zur Bestimmung nach Dresden geschickt. Das ist Woche 4. Bam. Okay, das ist Woche die zweite quasi, würde ich das sagen. Das ist 1? Nee, 2, oder? Nee, 2 war es nicht. Hey, das ist 3. Das ist 2 wahrscheinlich. Dann ist 2, genau. Jawohl. So, schon jetzt mal. Jetzt haben wir noch den grünen Shit. Alle 15 Proben aus der ersten Lieferung sind analysiert. Nun werden die Ergebnisse in eine Datenbank übertragen, damit alle Projektpartner Zugriff darauf haben. 9. Mittlerweile sind in Dresden 8 Mikroplastikproben analysiert worden. Schade, dass es so lange dauert, aber Gründlichkeit muss sein, sonst sind die Ergebnisse nicht verlässlich. 8. Nee, 5 oder... Nee, 6 oder 7 ist das. 7. Ja. Fast fertig. Mittlerweile sind in Dresden 12 Mikroplastik... Ja, alles klar. Dann ist 8. 8. Mhm. Mikroplastikproben sind in Dresden angekommen. Das ist 5. 5. Mittlerweile sind in Dresden 4 Mikroplastikproben. Alles klar. Wow. Ja, das war aber ein wissenschaftlicher Aufwand, den wir hier betrieben. Sehr gut, du bist erfolgreich den mühsamen Weg der Probenaufbereitung und Messung gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das sieht tatsächlich so aus, als ob das für Tablets und Handhelds konzipiert wurde. Wie nochmal? Ich mache das nicht nochmal. Ich mache jetzt weiter hier. Das Ergebnis, Franziska. In allen Stationen fanden wir Mikroplastik, aber nicht immer gleich viel. Schau, wie viel wir dort gefunden haben. Die Zahlen geben an, wie viel Partikel jeweils in 1000 Liter Wasser gefunden wurden. 3 Sorten von Plastik kamen
überall vor. Polyphene, Polyester und Polystyrol. Berühre die einzelnen Farbfelder der Kreise, dann wird dir der Anteil der einzelnen Sorten angezeigt. Franziska? Zur Erinnerung, zu den Polyphenen gehören Polyethylen und Polypropylen, die häufigsten Verpackungsmaterialien. Aus Polyester werden Textilien hergestellt und Polystyrol... ich war nicht schnell genug. Styropor. Neben diesen drei häufigsten Plastikarten fanden sich noch etliche andere, die jedoch mengenmäßig kaum eine Rolle spielen. Wir haben sie unter, weiß ich nicht mehr. Nun vergleichen also die Einzelergebnisse der Stationen, naturbelassen Oberlauf. Mein Gott, das geht zu schnell. Ja, echt. Von Warnungsstation 8 fanden wir, alter Schwede. Vergiss es, es bringt keinen Spaß. Wir müssen denen Bescheid sagen. Das kann man so nicht machen. Kann man da auf zurückdrücken? Das geht so nicht. Da weiß man die Hälfte ja gar nicht. Wenn ich auf zurückdrücke, passiert das. Gar nichts. Soll ich nochmal auf zurückdrücken? Ja. Ich drücke nochmal auf zurück. Ich drücke auf zurück, zurück. Okay, das liegt daran, dass wir einen Computer und kein Tablet benutzen. Ja. Nein, keine Ahnung. Ja, wir wissen jetzt die Hälfte nicht, aber Robin sagt, das klingt erst einmal nicht dramatisch. Ja, aber da geht wohl nicht davon aus, dass man vorliest. Ja, okay, aber... Ja, aber selbst wenn du es alleine lesen möchtest, ist das zu schnell. Ja. Ja. Das ist doch... Man kann die Geschwindigkeit... Das ist ja total frustrierend für Leute, die nicht schnell lesen. Ja. Ja, okay. Okay, man kann hier ist mehr angucken. Als da. Es wird flussabwärts... mehr und auf der rechten Seite des Flusses ist es auch immer mehr als links. Ach so, das sind aber das sind ja Nebenflüsse, ne? Also Zuläufe quasi in die Warnow rein. Ja, okay, also ich gucke jetzt auf die Uhr, wir haben auch 10 nach. Wollen wir ein Päuschen machen? Dann mache ich nach der Pause das Experiment, das muss ich erst noch vorbereiten jetzt in der Pause. Ja, aber wir sind überhaupt nicht durch damit jetzt. Wir sind nicht durch. Ich will jetzt schon noch ein bisschen... Entschuldigung, aber... Also, du kannst ja auch mal weiterklicken, vielleicht wird noch mal so ein bisschen mehr die Ergebnisse irgendwie vorgestellt. Ah. Franziska? Berührt die einzelnen Stationen, um die Ergebnisse aus den Nebenflüssen zu vergleichen. Ihre Belastung ist sehr unterschiedlich. Die niedrigsten Partikelzahlen hat die Beke mit 29 Partikeln pro... Kubikmeter. Die höchste Belastung zeigt die Kösterbeck mit 183 Mikroplastikteilchen pro Kubikmeter. Ui, das ist schon ganz schön viel. Mhm. 183. Achso, und hier vergleiche ich sie dann. Okay, dann klicke ich die an und dann... Okay. Da möchte man ja keinen Darmatmer rausfischen, um ihn dann zu essen. Nee. Möchte man wirklich nicht. Okay, jetzt haben wir sie verglichen. Das ist schon Polystyrol, Polyester und ja, Polyolefin sind Verpackungen, ne? Ja. Verpackungs-Dingsi-Bumsi ist das Grüne. Na, kann also aus denen auch Verpackungen gemacht werden. Ja. Nicht nur. Hm. Das sieht nicht gut aus. So, das sind, das hier sind nur die Nebenflüsse. Das heißt, jetzt wissen wir, was in die Warnow reinkommt über diese Nebenflüsse. Jetzt habe ich es auch verstanden. Mhm. Und das nächste ist, zeige nur die Warnow-Station. Vom relativ naturbelassenen Oberlauf der Warnow bis zur Station vor den Toren Rostocks steigt die Belastung von 9 auf 142 Partikel an. Stell dir eine Übersicht zusammen, indem du die einzelnen Stationen berührst. Ach so, ja, weil es Tablet, ja, okay. Touch me. Ich touch hier auch mal. Ja, und es geht. Fühle mich berührt. Berührt mich. Aber im negativsten aller Sinne, ey, ist so eine Scheiße. Was ist das Rote unten? Das Rote ist andere. Achso. Es wird immer diverser. Mhm. So wie dieses randommäßige technische Störung als obligatorisch bei der Deutschen Bahn. Hier sind es andere oder auch sonstige. Immer gern genommen. Willi Wilke würde den Time Warp machen. Sehr toll.
Sollen wir einfach gleich zum Fazit springen? Oder? Ja, komm, schwankungsbereiten. Wir sind jetzt... Und dass die Belastung der Warnung mit Mikroplastik vom relativ naturbelassenen Oberlauf bis in die Nähe der Großstadt Rostock zunimmt, ist plausibel. Unsere Daten geben trotzdem nur eine Momentaufnahme wieder. Robin? An der Station 1 haben wir bei jeder Beprobungskampagne Proben genommen. Schau dir an, wie der Wert hier schwanken. Wir brauchen noch viel mehr Daten, um unsere Aussagen untermauern zu können. Würden wir weiter forschen. Und ja, Horst, dieses Rocky Horror Picture Show. Okay, hier schwankt es. Okay, mal waren es 50, mal waren es 300. Okay. Das hat schon ein Fisch rausgefressen. Oder rausgefurzt. Oder raus. Okay, direkt in die Atmosphäre. Ist nicht mehr. Von der Warnow in die Ostsee. Franziska? Durch unsere Analysen wissen wir jetzt, dass im Schnitt rund 2000 Mikroplastikpartikel pro Sekunde am Wehr von der Unterwarnung ankommen. Aber wie geht es weiter? Oh, jetzt kommt Sarah. Bei der Beantwortung dieser Frage hilft uns ein Strömungsmodell. Es berechnet, wie die unterschiedlichen schweren Teilchen sich unter bestimmten Wind- und damit auch Strömungsbedingungen verteilen. Wir haben zwei Fragen, uns haben zwei Fragen besonders interessiert. Welchen Weg? Jetzt in Orange. Welchen Weg nimmt das Mikroplastik? Jetzt kannst du eine von beiden Optionen auswählen. Welchen Weg nimmt Mikroplastik, das vom Ufer der Unterwarnow aus ins Wasser gelangt? Was passiert mit den Teilchen, die am Wehr ankommen? Ich finde das erste spannend. Ja, finde ich auch besser. Also interessant. Franziska? Wir nehmen an, dass es auf dem Gebiet der Hansestadt Rostock noch zahlreiche weitere Quellen für Mikroplastik gibt. Ja, ist aber nicht die Antwort. Mithilfe der Strömungsmodelle haben wir uns angesehen, unter welchen Bedingungen Mikroplastik von dort in die Ostsee gelangen könnte. Ah. Und jetzt? Wir haben unterschiedliche Quellen angenommen. Die roten Partikel könnten aus Marinas entlang der Unterwarnow stammen, also Segelboot-Dingsies. Bei den hellblauen Teilchen haben wir die Kläranlagen in Rostock-Bramo als Quelle angenommen. Die grünen könnten aus Regenüberlaufstellen kommen. Die Unterwarnow steht schon deutlich im Einfluss der Ostsee. Oberflächlich fließt das Warnow-Wasser Richtung Ostsee, am Boden aber strömt salziges Wasser landeinwärts, je nach Windrichtung unterschiedlich stark. Das ist für den Transport der Partikel wichtig. Schweres Mikroplastik, das nicht an der Oberfläche schwimmt, sinkt ab und kann dann mit dem Bodenwasser landeinwärts transportiert werden. Zu dem leichten Mikroplastik gehören die Polydelfine. Die verschiedenen Fine. Ja, die Polydelfine. Und Polytyrol. Polydelfine und Polytyrol. Die Polyesterteile sind dagegen schwer. Hier kannst du dir vier verschiedene Situationen ansehen. Nordwest- oder Südostwind, leichte oder schwere Mikroplastikpartikel. Wähle am Menü unten aus. Ich möchte mit den Machern dieses Spiels sprechen. Das ist Stress pur. Und sie sollen mir sagen, was Polyester-Delfine sind. Die schwimmen da gerade. Ah. Oh ja, ich sehe es. In Rot, ne? Wow. Ich glaube, in Rot waren die Polyester. Schau dir an, was passiert. Ja, mache ich. Aber wenn ich die Karte bewege... Das Rote ist die Marinas. Das Blaue ist die Kläranlagen und die Regenüberläufe. Und das Grün. Ja. Also Segeln ist scheiße, mit anderen Worten. Ja, die sitzen halt an der Stelle, wo es besser reinläuft, ne? Oder fällt mir gerade was ein. Ja. Weil oft immer mit diesem Plastik wird durch Flüsse wohin getragen und dann immer so, hä, wie soll das gehen und bla bla bla. Als vor 2 Wochen oder so dieser Sturm war, oder war es letzte Woche? Ja. Vor 2 Wochen, glaube ich. Vor 2 Wochen, ne? Hatten wir hier halt in Bremen auch so Springflut und dann hat es halt echt 8 Dixie-Klos in die Weser geschwemmt, die da erstmal dann wieder rausgeholt werden mussten und so. Und ich dachte mir nur so, ja, yeah, das ist halt genau wie Müll ins Wasser kommt, genau so, weil da stehen ja auch unten am Ufer auch lauter Mülleimer und sowas, ne? Ja. Und die überschwemmt es ja genauso und dann nimmt es den ganzen Müll mit. Ja, ja, aber ja, da schwammen die Dixie-Klos in der Weser. Ja, in Hamburg schwimmen ab und zu mal Autos in der Elbe. Also nicht wirklich weit weg, aber ja. So, hier kann man jetzt die schweren Partikel sehen, aber ich würde jetzt sagen, komm, wir gehen zum Fazit. Ich möchte nicht nochmal so ein... Ja. Ich will das auch nicht nochmal lesen.
Die müssen unbedingt Bescheid bekommen, dass man nichts lesen ich kann. Ich fasse unsere ersten Ergebnisse noch mal kurz zusammen. Ja, Matthias. Go. Ja, dann mach doch, Matthias. Mach. Wir haben festgestellt, dass hochgerechnet rund 68 Milliarden Mikroplastikpartikel pro Jahr aus dem Einzugsgebiet der Warnow am Wehr ankommen. Krass. Matthias ist ein entspannterer Typ. Der macht kurze Sätze, nicht zu schnell. Vom Wehr aus werden hauptsächlich die leichten Partikel und auch fast nur bei Windstille weitertransportiert. Matthias ist mir sympathisch. Ja, Matthias ist gechillt. Gute Sprechgeschwindigkeit. Ja. Franzi, da musst du noch mal gucken. In der Unterwarnow ist der Transport bei Südostwind am effektivsten. Mikroplastik aus Quellen am Ostufer der Warnow können dann sehr rasch bis in die Ostsee gelangen. Insgesamt sehen wir, dass die schweren Partikel wie Polyester in der Regel nicht weit transportiert werden. Die hängen bei den Darmatmern fest. Aber egal, ob die Teilchen bis in die Ostsee oder nur in die Unterwarnow transportiert werden, wir können den ständigen Strom an Mikroplastik nur unterbinden, wenn wir weniger Plastikmüll produzieren. Mach mit! Ja, ich produziere schon mein Leben lang keinen Plastikmüll, zumindest nicht in der eigenen Fabrik. Sorry, sehr schlechter Humor. Achso, Alpaka, meinst du, dass sie sich nur Mühe gegeben haben beim Fazit und das andere schnell gemacht haben, weil sie dachten, ah, macht eh keine. Ja. Hoffentlich nicht. Also ich weiß nicht, also ich finde es... ich finde es schön, ja, das mit dem... Es ist wahrscheinlich wirklich für Tablet gemacht und ich hoffe, dass es dann da besser funktioniert. Ich schmeiß euch das mal in den Chat. Aber ich finde halt schön, dass sie so erklären, wie sie das machen. Analysieren und studieren und warum... Also auch, warum sie welche Stationen wählen und so, finde ich, haben sie eigentlich echt total schön gemacht. Ja. Genau, man kann da total viel verstehen. Deswegen, ich schmeiße es in den Chat rein. Guckt es euch selber an, vielleicht auf einem mobilen Endgerät mit Fingeraktivierung und so. Wir haben sogar ein Poster dazu gemacht. Ja. Dieses, cool. Wir können Ihnen auch das Video hier von Twitch schicken und sagen, hier. Wir haben da uns ein paar Gedanken zu gemacht. Ja. Wir haben das analysiert. Bunt, klein, überall. Achso, das ist so eine... Ich würde ja nicht sagen, dass das ein Poster ist, Broschüre. Sondern eher so eine Werbebroschüre. Ja. Aber gut. Ja, gibt's da auch. Hockaffe sagt, wirklich gut gemacht, aber als Ortskundigen fehlen mir ein paar wesentliche Infos. Du bist ortskundig oder ortsunkundig? Was fehlt dir denn, wenn du ortskundig bist an Infos? Wir sind nicht ortskundig. Wir sind nicht ortskundig. Sowas von überhaupt nicht. Ja. Ich war noch nie in Rostock. Doch, da war ich schon mal. Einmal mit der Oberstufe, damit wir uns die Uni angucken können. Ja, ich war zweimal in Warnemünde. Warnemünde? Am Juwel zum Arbeiten. Das ist schön da. Ah, okay. Otto hat einen ganz schlimmen Sketch zum Thema Warnemünde gemacht. Okay, Fockaffe ist offensichtlich ortskundig. Da ist eine alte Müllkippe am unteren Ende der Warnow. Okay. Das wäre eine interessante Probenahmestelle gewesen. Ja. Vielleicht wussten die das nicht. Vielleicht sind das auch Wissenschaftler, die von woanders herkommen. Das ist immer möglich. Indeed. Ja. Maybe. Maybe, so, Baby. Dann machen wir jetzt ein Päuschen. Ja. Mhm. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Ich muss dafür zunächst Dinge aufschlagen. Ich werde das aufschlagen? Nicht. Ja. Du musst niederschlagen. Das muss ich irgendwo niederschlagen. Muss ich irgendwo niederschlagen. Ganz genau. Ja, deswegen. Ja, 9 Minuten. 9 Minuten, okay. Also bis 21.34 Uhr. Ja. Wir machen ein kleines Päuschen und danach mache ich ein Experiment, was mit Regen zu tun hat und mit Wolken. Also, bis gleich. Okay, 35 würde ich sagen. Bis gleich.